Hi, ich bin der Alex von der Flugschule hier Rundell. Bin jetzt gerade hier gelandet mit unserem neuen Phi-Symphonia-Schirm, der A-Klasse-Schirm mit Top-Leistung, und den wollen wir jetzt ordentlich verpacken. Jetzt haben wir hier den ganz normalen Innenpacksack, der vom Hersteller mitgeliefert wird, und in den verpacken wir den jetzt. Also, nehmen wir gerade mal noch zur Seite. Schnapp mir den Schirm, leg den erstmal gerade hin. Dann hole ich mir gleich hier auf der Seite den Tragegurt. Sortiere die Leine ganz, ganz grob vor. Muss ich am Startplatz eh da nochmal machen. Jawohl, guck schnell, ob wirklich keine Knoten drin sind. Und dann reicht mir das. Mehr braucht es hier nicht sein am Landeplatz. Dann schmeiße ich alle Leinen auf den Schirm drauf. Der Tragegurt kommt hier in die Mitte. Nach unten raus, lege ich gerade noch die Leine auf den Schirm drauf, schnappe ich mir hier das äußere Ende, wo der Stabilo dran ist, und ziehe den Schirm, den Stoff einfach in die Mitte. Mache ich jetzt gleich nochmal und falte das nochmal nach innen. Leinen bleiben da drin. Andere Seite genauso. Check noch mal kurz die Leinen durch. Jawohl. Passt. Tragegurt wieder in die Mitte, Leine auf Segel drauf. Und dann kommt der Stoff wieder in die Mitte. Das machen wir noch weg. Einmal die Luft rausstreichen. Und dann falte ich gerade das linke Teil nochmal auf das rechte drauf. Sichert es ein klein bisschen im Knie, dass er nicht wieder runterrutscht. So, dann hole ich mir meinen Innenpacksack. Leg den schon mal hier oben hin. Jetzt schnappe ich mir die Tragegurte. Leg die so auf den Stoff oben drauf und schlag mal komplett das ganze Paket nach innen ein. Und jetzt rolle ich das nach vorne zur Spitze ein. Dabei als ab und zu mal die Luft rausstreichen. Dann wird das Paket schön klein. So, wenn er dann den Schirm zwischen die Beine klemmt, könnt ihr den Innenpacksack aufmachen, den Schirm reingleiten lassen, Bändchen zuziehen und fertig. Ab in den Rucksack und hoch zum Startplatz.